Es klingt ein wenig entrückt, wie aus einer anderen Welt. Terje Inzungset spielt auf Eis. Für die Lippen fast zu kalt, für die Ohren durchaus schmeichelnd. Kind of warm and gentle. Warm und weich und ganz tiefe Bassfrequenzen. Amazing. Es ist eine großartige Inspiration, in eine andere Klangwelt einzutreten. Terje Inzungset ist Norweger. Der bekannte Jazzmusiker und Komponist spielt auch ganz konventionell, aber zugleich ist er Klangforscher aus Leidenschaft. Wenn die Instrumente wegschmelzen, wäre die Tournee beendet. Terje spielt nur auf Natureis. Eis aus der Maschine geht gar nicht, sagt er. It has no sustain, Kunsteis no sound. Hat nämlich keinen Nachhall. Not like this kind of ding, dum, dum. Gestimmt wird mit dem Messer. Neue Instrumente gibt es nur im tiefsten skandinavischen Winter an ganz bestimmten Seen. Obwohl ich immer zu dem gleichen See gehe, gibt es keine Garantie für guten Klang. Den besten Klang habe ich 2003 in Nordschweden gefunden. Den Jahrgang würde ich gerne immer wieder kaufen. Nach einer knappen Stunde sind alle Eisinstrumente gestimmt. Doch nach jedem Song muss jedes sofort wieder in die Kühlbox. Entdeckt hat Terje die Klangwelten aus Eis, als er 1999 gebeten wurde, ein Konzert an einem teilweise gefrorenen Wasserfall bei Lillehammer zu spielen. Ich habe Steine, Holz und den Klang des Wassers, aber auch Eis benutzt. So hat es angefangen. Seine Eismusik-CDs nimmt Terje in einem Iglu auf, damit die Instrumente länger halten. Der Klang verändert sich, sobald die Oberfläche zu warm wird. Wir müssen genau aufpassen, wann das Eis anfängt zu schmelzen. Dann müssen wir auch mal einen Song vorzeitig beenden. Eine Stunde hat das Konzert in der Whitebox im Münchner Werksviertel gedauert. Mehr geht nicht, selbst wenn die Heizung ausgeschaltet ist. Aber der Besuch in dieser faszinierenden Klangwelt bleibt deutlich länger im Ohr.